Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wieder auf Deutsch, eine Serie. Und heute sind wir am Start mit ein paar Mods. Unser Mod-Setup wird von Serie zu Serie etwas komplexer. Und heute, oder in dieser Serie, versuchen wir uns an den Mods von Bob. Es sind fast alle drin, bis auf Alien und Warfare. Weil wir haben hier eine Eisenbahnwelt. Ich schlag mich nicht so gern rum mit Aliens. Drum sind die außen vorgelassen. Ich denke, der Beginn wird hier sehr ähnlich sein wie jede andere Serie. Wir brauchen einfach mal Ressourcen, bis wir dann da so richtig loslegen können. Aber ich denke, dann wird es bald mal schon recht komplexer werden. Wir werden hier wahrscheinlich einfach mal so etwas meinen müssen. Und ich weiß nicht, was das Ziel so für die erste Folge sein wird. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht nicht der vollständige Fortschritt, sondern einfach mal so, dass wir den Beginn dieser Serie recht schnell hinter uns lassen können, so dass wir dann, wenn die Sachen interessanter werden, etwas mehr Zeit haben, uns den Themen zu widmen, ohne dass wir eine Serie haben mit Hunderten von Folgen. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier einiges mehr und einiges anders. Wir haben beispielsweise Blei und Glas. Glas kennen wir ja bereits von Castoria. Aber wir haben hier auch Holzpaneele, die wir dann brauchen, um die Schaltkreise, die Platinen herzustellen. Und da kommt sicher einiges auf uns zu. Aber ich denke zuerst, zwei Erzförder, den normalen und dann einen mit Dampf betriebenen. So, ich mache zuerst mal zwei neue, damit wir da die auf unsere Kohle stellen können. Ressourcen bekommen können, und dann brauchen wir wahrscheinlich wie in jedem Spiel Eisen und Blei hier. Blei. Ja, mit Blei lässt sich recht wenig befeuern.
Also versuchen wir es hier hinten nochmal. Das sollte funktionieren. Da oben haben wir das erste Nest. Da müssen wir uns auch mal darum kümmern. Und ich denke, das machen wir am einfachsten mit ein paar Fischen. Einfach um unser Überleben zu sichern. Und dann werden wir sehen. Was ich mir so vorgenommen habe für diese erste Folge, ist, dass wir vielleicht ein Smelting Array fertig haben, so dass wir von da aus dann unseren Bus uns zurechtlegen können. Momentan Verschmutzung noch nicht wirklich ein Problem. Aber wahrscheinlich brauchen wir ein paar mehr Steine. Machen wir auch ein paar Kisten. Und wie ihr sehen könnt, hier mit Blei, es gibt jenste verschiedene Erze zu den herkömmlichen, die das Ganze recht spannend machen können. Aber ja, Stein. Und wir werden auch etwas Kohle benötigen, um das Ganze zu befeuern. Wenn ich hier Alt mache, dann sehe ich auch, was da in den Kisten drin ist. Und ich denke, ich renne einfach mal hier rum, bis wir etwas den Anfang geschafft haben und dann da auch wirklich Fortschritt verzeichnen können im Bereich von Strom, Forschung und so weiter. Unsere Verschmutzung reicht schon fast bis zum ersten Nest, drum möchte ich hier mal etwas aufräumen. Ja, und wir machen das, indem wir hier einfach mal mit Fisch rumlaufen und hoffen, dass wir das überleben. Und die Würmer, die sind das kritische Element hier. Wir wollen ja eigentlich hauptsächlich die Nester zerstören. Aber die Würmer sind uns da etwas hinderlich. Einen haben wir. Dann machen wir uns an den zweiten ran. Haben wir auch fast.
Okay. Jetzt nur noch die Aliens und die Nestor. Hoffentlich reicht meine Munition. Sonst müssen wir da Nachschub holen. Aber jetzt, da die Würmer aus dem Weg sind, haben wir zumindest etwas Fortschritt. Ja, und das war's mit der Munition. Ja, mit der Hacke geht's auch. Also, mehr Munition und dann entlede ich mich mal diesem Nest dort. Inzwischen haben wir hier etwas mit, Strom zu produzieren. Wir haben ein paar Labore. Ich habe ein paar Pakete. Und dann können wir mit der Forschung loslegen. Und das ist schon mal die Grundforschung. Und dann können wir uns überlegen, wie soll denn unser Smelting Array ausschauen. Und das hängt unter anderem auch damit zusammen, wie soll unsere Basis ausschauen. Und ich denke, unser Bus geht hier nach links. Und weil wir doch mehr als die Grundeisen haben, oder die Grunderze haben, die wir schmelzen müssen, ist es wahrscheinlich nicht praktikabel, dass die ganzen Schmelzvorgänge hier direkt am Anfang vom Bus zu haben. Somit denke ich, werden wir die wahrscheinlich dann irgendwo auslagern und die fertigen Produkte anliefern. Aber fürs Erste werden wir hier einfach mal hier unten Eisen machen, nach runter. Und dann mit Knick die Platten nach links legen. Und was wir auch brauchen ist, wir müssen da Kohle für die Schmelze hier oben rankarren. Unglücklicherweise die elektrischen Mining Drills, die verstecken sich hier dahinter. Und da könnt ihr sehen, da braucht es noch etwas an Forschungsarbeit, bis wir soweit sind. Das heißt, der Abbau der Erze wird vorderhand immer noch mit den befeuerten Erzförderern vonstatten gehen. Und da legen wir einfach Kohle mit rein. Nun denke ich aber, ich mache mal hier so ein Layout für unsere Schmelze. Das ist der Ausgang und dann haben wir 24 je Seite. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit oben, weil wir brauchen hier ein bisschen Platz, um Kohle und Eisen mit aufs Band zu bringen. Aber das wird ein Standard-Setup sein, so wie wir es schon zigmal gesehen haben. Es scheint so, als hätte ich die elektrischen Miner einfach übersehen, aber ich habe jetzt ein paar gebaut, was das Ganze natürlich wesentlich einfacher macht, denn wir können hier die einfach ans Band klemmen und müssen uns nicht darum sorgen, dass die allenfalls keine Kohle mehr haben, so dass sie nichts mehr
Werbung. Im Hintergrund bin ich auch etwas am Forschen und wie ihr hier von der Pipeline sehen könnt, gibt es da einiges, was neu dazu kommt. Ja, hier vielleicht eine Frage an euch, die Zuschauer. Normalerweise platziere ich keine Lampen mit dem Gedanken, sobald wir die Nachtsichtgeräte haben, ist das sowieso hinfällig. Aber lass mich doch mal wissen, ob wir in dieser Serie Lampen brauchen oder nicht. Gut, ein paar mehr Forschungen eingereiht, ein paar mehr Flächen platziert und es wird ein Weilchen dauern, bis die Kohle da oben ankommt, denn das Förderband ist nicht besonders schnell. Was haben wir? Das sind 7,5 Gegenstände pro Sekunde. Das ist die halbe Geschwindigkeit von einem normalen gelben Förderband. So. Und das Setup sollte funktionieren. Die übrige Eisen kann ich mal hier reingeben. Dann auch hier. Ein paar Miner. Und in dem Mod Feel for Me haben die alle etwas Treibstoff drin. Darum sehen wir hier jetzt schon etwas Eisenplatten rauskommen. Und Kohle kommt hier unten. Wahrscheinlich können wir wenig Strom. Wahrscheinlich können wir dann da etwas Kohle abzwacken für unsere Stromproduktion. Das war nicht nur ein Tutorial, sondern wir haben da effektiv etwas ziehen wir das mal hier so rüber und dann hier einen Teiler und das sollte zumindest für den Moment ausreichend sein. Und sobald wir aufhören zu forschen, werden wir auch nicht mehr so viel Strom benötigen. Aber lass uns doch noch abwarten, bis hier die Kohle ankommt. Und dann das nächste ist wahrscheinlich hier ein Setup für Kupfer. Das ist Quarz. Ich denke, Quarz brauchen wir irgendwo im Zusammenhang mit Glas. Aber da kommt einiges Neues auf uns zu und ich denke, da müssen wir uns einfach mal die Zeit nehmen,
um uns da reinfinden zu können. Was wahrscheinlich auch bald relevant sein wird, ist etwas Verteidigung. Da haben wir schon geforscht. Hier unten gibt es ein Nest, das ich sehen kann. Aber hier auf dieser Seite und da oben haben wir einiges an Verschmutzung, was etwas weiter reicht als das, was wir bereits aufgedeckt haben. Drum vielleicht eine Maschinenpistole und dann brauchen wir wahrscheinlich etwas Munition. Und hier kommt dann auch schon die erste Kohle von unserem Fördergebiet. Und sobald das reingelegt wird, sollten wir in der Lage sein, recht zügig Eisenplatten herstellen zu können. Momentan staut sich das ganze Erz zurück, weil wir schlichtweg auch keinen Platz mehr hier im Ausgang haben, um das rausnehmen zu können. Aber wir sehen, Kohle kommt an, wird in die Öfen reingelegt und wir produzieren Eisenplatten. Nun, ich denke, das war doch einiges an Fortschritt für die erste Folge und wir müssen schauen, wo wir dann nächstes Mal anknüpfen. Die ersten paar Folgen werden wahrscheinlich nicht so regelmäßig sein, wie ich mir das wünsche, denn wir haben auch noch eine Oxygen Not Included Serie am Laufen, aber sobald diese fertig ist, wo es nicht mehr allzu lange dauern wird, denke ich, können wir zwei oder drei Folgen pro Woche machen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!